Einen flauschigen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. In dem heutigen Video geht es um den YouTuber-Rang auf Prüfer Games, denn in letzter Zeit wurde ja immer mehr gefragt, was ist denn mit diesem Rang? Gibt es den überhaupt? Beziehungsweise wird der noch vergeben? Kann man sich dafür bewerben? Wie sind die Anforderungen dafür? Und nun gab es heute eben am Samstag einen Stream von Abge, wo er das eben mal erläutert hatte. Da hat nämlich jemand gefragt, ob man diesen Rang noch bekommen kann. Und dann habe ich natürlich da auch gleich mal meine Fragen im Chat gestellt, die dann auch beantwortet wurden. Und dann wurden eben diese ganzen Fragen mal durchgegangen. Also an sich, ja, es ist noch möglich, den YouTuber-Rang auf Prüfer Games zu bekommen. Haken an der Sache. Erstens, es gibt kaum noch Leute, die eben Videos auf YouTube hochladen. Da gab es ja auch mal ein interessantes Video von Fun von Mr. Creative. Das kann ich euch auch mal in der Beschreibung verlinken. Ist auch ein super Video. Und die Kriterien für den YouTuber-Rang waren eben früher so hoch, dass die heute eben eigentlich so gut wie niemand mehr erreicht. Man müsste also die Kriterien für diesen Rang so senken, dass sie an die heutige Zeit angepasst sind. Das Beste, was man heute als YouTuber, als Prüfer Games YouTuber eben noch erreichen kann, sind ein paar hundert Aufrufe. Ein paar tausend sind schon sehr, sehr gut. Da ging ja mein Video zu 6 Methoden als Anfänger auf Prüfer Games Geld zu verdienen. Das hat ja inzwischen auch über 3000 Aufrufe. Sowas wäre natürlich jetzt für Prüfer Games YouTuber extrem viel schon. Deswegen wurde auch gesagt, es wären höchstwahrscheinlich viel mehr den Streamer-Rang bekommen als den YouTuber-Rang. Denn diese Anforderung tut eben heute niemand mehr erreichen. Der letzte, der jetzt YouTuber-Rang hatte, der ihn abgegeben hat, war MoneyTV, ist jetzt Streamer Plus. Dann haben wir noch Therapie mit dem YouTuber-Rang, der an sich auch ein paar hundert Aufrufe mit den Videos macht. Therapie ist auch, also wer ihn nicht kennt, macht eigentlich alles rund um die News. Der ist so schnell wie keine Ahnung sonst. Therapie ist eben der Flash nur auf Prüfer Games. Ist ein News-Star, dann gibt sofort ein Video bei ihm. Ein interessanter Punkt, der auch angesprochen wurde. Man kann leichter Streamer werden, weil sich das Team das eher anschaut und es sorgt eher für Content. Bedeutet also, die Teammitglieder sind eher mehr auf Twitch fokussiert und schauen, wer dort sozusagen streamt. Und Twitch sorgt natürlich aktuell für mehr Content, denn wenn wir uns die YouTuber im Gegensatz zu den ganzen Streamern anschauen, brauchen wir nicht diskutieren. Es gibt einfach viel mehr Content auf Twitch. Deswegen gab es auch früher mehr YouTuber und heute gibt es eben mehr Streamer. Zu streamen ist nämlich weniger Aufwand und für die meisten dann eben lukrativer bzw. entspannter. Und deshalb gibt es heute halt diese Unmengenanzahl an Streamern. Ich habe auch noch einen Stream-Ausschnitt von Abge, den würde ich an der Stelle jetzt einmal einspielen. Wieso gibt es keine Möglichkeit mehr, den Rang zu bekommen? Ja, das Problem ist, Teddybär, früher waren die Kriterien so hoch, dass die heute keiner mehr erreicht. So stumpf kann man das sagen. Wir müssten ja heute, wenn wir jetzt irgendeinen der Prüfer Games, ich kann ja kurz mal hier bei YouTube reingehen, okay? Prüfer Games. Es gibt ja kaum noch Leute, die wirklich Videos hochladen, aber ich glaube, das ist hier einmal Therapie. Mal gucken. Okay, Rypex ist mit seinem Stream, Eskalations-Community-Stream. Da bin ich aber gespannt. Was haben wir denn hier? Wer ist denn regelmäßig gesehen? Teddybär, du bist hier. Therapie macht regelmäßig was, das weiß ich. Fan von Mr. Creative, theoretisch. Manager Luke vielleicht auch noch. Sabto auf jeden Fall, aber der hat, glaube ich, ja immer noch. Hat Sabto noch YouTuber? Oder nicht mehr? Der, glaube ich, auch. Das sind wahrscheinlich schon fast alle dann. Wenn viele laden halt auch einfach so Streams hoch. Und so Money vielleicht noch gut, aber der ist ja auch Streamer. Oder ist der gerade noch Streamer? Boah, Leute, ich bin da so nicht drin. Okay, er lädt auf jeden Fall nicht so viel hoch im Moment. Poi. Er lädt auch nicht viel hoch. Subdoor. Na, wenn ihr mal guckt, das sind halt pro Video ein paar hundert Aufrufe. Das ist heutzutage schon viel. Früher waren die Kriterien halt bei 50 oder 100.000 Views im Monat, ne? Das kann halt keiner mehr erreichen. Man müsste das drastisch senken. Es gibt wieder diese Spinner-Musik. Streamer Plus, ja. Ich glaube, viele werden eher zum Streamer. Aktives Stream ist halt leichter. Die Videos von Teddybär finde ich bei Joey geil. Die hätten auch deutlich mehr Views verdient. Und die von Therapie auch. Also so schnell wie Therapie News macht, so schnell können wir die fast gar nicht schreiben. Wahnsinn.
einfach wieder in den Shop packen. Oh, das waren alte Zeiten, ne? Da gab es einfach im Shop, konntest du dir YouTuber kaufen. Ansonsten wäre es das auch mit dem Video gewesen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine positive Bewertung da. Tut gerne den Kanal abonnieren, kostenlos, versteht sich. Und natürlich die Glocke aktivieren, so unterstützt ihr mich. Und ihr bekommt jeden Dienstag um 17 Uhr ein brandneues Video. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein und ciao, Leute.